Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 19. Wir sind auf der nordfriesischen Marsch vierfach ohne Gräben. Ich bin der Shorty von der Test Area. Na, ich wollte jetzt eigentlich hier die Einzelkornsämaschine anhängen, aber sie wurde gerade eingeparkt und man hat das über die Folgen und im Livestream gesehen. Sie hat sich immer weiter zur Seite verdreht. Völlig automatisch, von alleine, ne? Das ist ein Effekt. Naja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ja gut, ich könnte jetzt da ja, den Anhänger rausziehen nebenan und dann würde das wohl irgendwie funktionieren, sie anzuhängen. Aber ich stelle die jetzt von Hand mal ein bisschen. Ich versuche sie jetzt von Hand ein bisschen so hinzustellen, dass man auch rankommt. So. Das sollte es gewesen sein. Naja, den Traktor wollte ich dafür nehmen. Ich bin mal gespannt. Und dann können wir anfangen mit der Einzelkorn. Wir haben viel. Oh. Ja, die hat jetzt noch ein Feld ja dazu bekommen. Die 59. Da werden wir in Zukunft Mais ansehen zum Häckseln. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Mais an für die Schweinefutterproduktion. Und zwar auf Feld 8. Und befüllen tust du dich am Silo. Saatgut ist von mir aus okay. Und dann die 8. Und säen mit 18 Metern. Ja, so sollte das funktionieren. Einschalten, einschalten. Und fährt. Er fährt, aber er ist kein Pferd. Hauptsache er fährt. Bitte ist nicht in der Spur. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Gut, dass ich noch dabei geblieben bin. Meistens schalte ich ja Autodrive einfach an und tapp raus zum nächsten. So. Okay. Jetzt müsste das aber was werden. So, was haben wir hier? Der ist fertig. Der zweite, ja, der hat noch eine Menge nachzuholen. Das macht aber nichts. Im Umkehrschluss heißt das aber, ich habe schon wieder einen Traktor frei für eine weitere Sämaschine. Das ist die 16. Was ist mit der 17? Da ist alles okay. Da könnten wir als nächstes Mohn ansehen. Abfahrer entlassen. Kurs löschen. Der Drescher hat Feierabend. Den können wir wegparken. So. Wunderbar. Den lasse ich mal hier. Der kann auch noch nichts tun. Was ist hier? Achso, der hat auch Pause. Der ist noch ein Feld, und zwar die 12. Und da Dünger. Auf der 12 muss erst noch geerntet werden. Unsere Zuckerrüben. Dann können die erst weitermachen. Und Tabakfeld 1 ist, ja, weiß ich nicht. Nichts. Mir ist noch nichts in den Sinn gekommen. Da ist jetzt Unkraut drauf, ne? Aber mir ist noch nichts in den Sinn gekommen, was ich bei Feld 1 drauf machen kann. Ich habe das einfach mal jetzt gecleant. Komplett, weil wir da ja Schwierigkeiten mit dem Drescher hatten. Dass er immer die Arbeit aufgehört hat, als würde er auf eine andere Fruchtsorte treffen. Keine Ahnung. Die 1 ist leer. Wo willst du hin? Ach.
Ja. Das hätte ich nicht benutzen. Wo bist du denn? Das ist die 10. Wo bist du? Ich hatte versucht, dass er selbstständig halt fährt und dann sich abbetankt, ne? Hatten wir im Livestream noch gemacht. Aber das hatte leider nicht funktioniert so richtig. Also haben wir den dann selber zum Hof gefahren und dort betankt. Und jetzt wollte er wahrscheinlich, keine Ahnung, wohin abladen. Anstatt den Abfahrer zu rufen, ne? Also machen wir so nicht. Muss ich die Stelle finden, wo er aufgehört hat? Sollte nicht so schwierig sein. Da. Ich sehe es schon. So. Hier. Abfahrer entlassen, Abfahrer wieder einstellen. Autodrive nicht benutzen. Wunderbar. Jetzt ruft er den Abfahrer. Okay, jetzt klappt es auch wieder mit dem Abfahrer. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist noch Stroh zu sammeln. Nicht mehr so viel. Dadurch, dass wir recht früh angefangen haben, hinter dem Drescher herzusammeln, ging das ganz gut und zügig vonstatten. Der Häcksler kommt auch bald in Betrieb. Sobald wir einen freien Traktor mit einem Anhänger haben, dann fangen wir erstmal mit einem Abfahrer an. Dann nehmen wir zwei Abfahrer. Ne? Gucken, wie viel wir dann zusammenkriegen. Das ist von der 3. Nee, das ist immer noch die 9. Ei. So viel Stroh. Hier wird noch Gras gesammelt. Die Kühe sind versorgt. Beide Kuhställe haben genug Gras. Ich fahre das Gras hier schon in die Heutrocknungsanlage. Hier ist der ideal. Der hat noch seine letzten Bahnen zu ziehen. Der rote Käsedrescher hatte ja auch eine ganze Menge Vorsprung. Ne? So, du bist hier. Dich schicke ich schon mal zum Entladen. Bei der Ölmühle. Dann kriegst du nämlich auch eine Sämaschine. Berechne Pfad 1 von 4. Und fährt los. Sehr gut. Ja gut. So. Aha. Also den 1050 habe ich schon hier auf die 36 geschickt. Zum Gras sammeln. Jetzt macht er natürlich eine große Runde. Naja. Dem soll dann so sein. Obwohl das eigentlich darf das gar nicht. Dass der die große Runde fährt. So, 15. Abfahrer entlassen. Du kannst schon mal zur 14 fahren. Eigentlich darf der 1050 gar nicht da die große Runde fahren. Ist doch ganz anders eingestellt auch. So, die Sämaschine arbeitet hier schon auf Feld 8. So soll es sein. Na, gleich beim 1050 nochmal gucken. Der hat Feierabend. Der Abfahrer arbeitet jetzt noch mit dem Fendt zusammen. Der kann noch nicht. Der kann noch nicht wieder arbeiten. Hier, genau, Feld 15. Da kannst du schon mal wieder weitermachen. Nachdüngen. Der Kurs ist das.
denn 10,50 Vario? Da muss ich gleich noch mal gucken von den Einstellungen. So wie der gefahren ist, das darf gar nicht sein. So, Tabak. Jambulea. Ja. Der braucht halt noch, ne? Er ist schon wieder leer von der 12 und stellt sich wieder hin und wartet, dass er abfahren kann. Super, dass da ein Abfahrer reicht, ist schon mal viel wert. Aber auf dem Feld 12 wird das nicht reichen. So, hier ist die Geschichte mit Stroh. Danach ist noch ein Ladewagen. Ja, wenn wir Pech haben, noch ein bisschen mehr, ne? Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Stroh. Er ist auf der 25 zugange, die 27 ist leer gesammelt. Da ist kein Gas mehr drauf. Ich werde das gleich mal anhüpfen, das Feld nicht, die Wiese, und gucken. Ja, ich kann nicht gleich umstellen. Hier ist der 10,50. Schaut mal, er hätte gar keine Ehrenrunde drehen dürfen, ne? Jetzt ist die Ehrenrunde, sprich nächster Punkt. Das ist dann hier am Wegpunkt. Und das ist hinter dem Wegpunkt. Das war eingestellt. Hätte der gar keine Sonderrunde um den Acker drehen sollen. Na gut. Na gut. So. Es ist natürlich noch zu tun. Ich werde mal noch ein bisschen schalten und walten. Und dann sehen wir gleich weiter. Ja, mit fortschreitender Arbeit entwickeln sich die Dinge. Der ist jetzt fertig mit Stroh sammeln. Wo hatte ich den eigentlich drauf? Ich weiß das gar nicht. Ist der von der 3? Naja. Ist auch nicht weiter wichtig. Sehen wir gleich, wenn er abkippt. Gucken wir nach. Ja, kann schon sein, dass der von der 3 war. So, nein. So, jetzt. So, du gehst jetzt unterstützen auf der 36, damit wir das Gras da weggesammelt bekommen. Und im Moment nicht Brückenbau. Im Moment wird die Heutrocknung, oder die, eigentlich Grastrocknung, aber Heutrocknung mit dem Gras beliefert, bis das halt da voll ist. Ne? Dann musst du noch kriegen den Kurs. 36 Schwaden mit 19 Metern. Ja. Ich stelle mal ersten Wegpunkt und dann fahr du mal dahin. Wie das dann letzten Endes da auf dem Feld dann aussieht, müssen wir gucken. Wir sind hier am 10,50. Den hatte ich als erstes bemüht, hier mit dem Grassammeln anzufangen. Und ja, die sind jetzt am Anfang gestartet, die beiden. Ich lasse es jetzt so laufen, ne? Die arbeiten sich vor. Ich greife da nicht ein. Das heißt, die sind schon zu dritt. Und vorhin am Heizkraftwerk hatten wir den vierten Ladewagen auch programmiert. Das heißt, dass der hier auch jeden Augenblick aufschlagen müsste. Da kommt er. Damit sind sie jetzt auch zu viert hier auf dem Grasfeld zugange zum Sammeln. Ich hatte ja Crossplay aktualisiert. Wir hatten das ja bei der letzten Version, die ich drauf hatte, so, dass die hier eine ganze Weile stehen geblieben sind. An der Stelle, wo der letzte hat aufgehört mit dem Sammeln. Das gab es vorher nicht so, meine ich zumindest. Vielleicht wurde es jetzt behoben. Gucken wir uns das doch mal an, ob das so ist. Ja, ohne Zwischenstopp problemlos das Sammeln aufgenommen. Es wird nicht mehr angehalten und es wird nicht mehr gewartet. Doch der, seht ihr? Jetzt der bleibt wieder stehen. Der nicht, der ist sofort ans Werk gegangen, der bleibt wieder stehen. Na, das ist mit dem hier nicht so schlimm. Wenn der gleich losfährt, kann der wieder aufholen. Ne?
Aber das kostet halt Zeit. Und ich habe hier noch ein Problem entdeckt mit dem Anschluss hier von dem Feld. Bin mir nicht sicher, ob das so sein soll, muss. Werde ich mit dem Pickup nächstes Mal mit euch hinfahren, mir die Stelle angucken und euch das auch erklären. Warum? Wieso? Was? Da nicht stimmt. Ja, eigentlich von meinem Verständnis her müsste der jetzt einfach weiterfahren. Hinter dem anderen her. Es gibt keinen Grund stehen zu bleiben. Aber jetzt fährt er weiter. Ne? Ja, es wird seine Gründe haben. Mir erschließt sich nur im Moment nicht, warum das so ist. Es gibt für mich keinen Grund, dass er stehen bleibt und nicht weiterfährt zum Sammeln. Er müsste normalerweise dem Klaas jetzt weiter folgen auf der Spur. Ich weiß es nicht. So, der Klaas steht jetzt auch. Der ist voll. Der verlässt das Feld. Jetzt müsstest du eigentlich da lang und weiter. Ohne stehen bleiben. Wollen wir jetzt den Klaas mal beobachten? Wo er denn lang fährt? Wenn er denselben Weg jetzt nimmt wie der 1050, dann stimmt da was nicht. Jetzt fährt es weiter. Ne? Ja. Jetzt ist gut. Bald den Klaas jetzt noch im Auge. Hinter dem Wegpunkt sollte er das Feld verlassen und dann direkt eigentlich auf die Straße und los. Und der 1050 dreht aber hier immer noch eine Ehrenrunde. Jetzt gucke ich mal, ob ich das erkennen kann. Oder Klaas lang fährt. Ach, wir gucken mal genauer. Naja, der dreht auch total unnötig eine Ehrenrunde. Na gut, dann ist das so. Ich werde dann in der nächsten Folge gehen wir mit dem Pickup da mal gucken, woran das liegen könnte. Eigentlich darf das nicht sein. Das scheint aber ein Problem mit der Autodrive-Wegabtastung zu sein. Das ist eine Veränderung, die habe ich festgestellt in dieser Autodrive-Version hier. Aber gut, dann müssen wir halt umplanen. Entweder gibt es mal ein Update und das Problem ist behoben, oder wir müssen halt weiter die Strecken optimieren. Ist ja nicht schlimm. Naja, ihr Lieben, ich war, bin und bleibt der Schotti von der Test Area und bin damit für heute wieder raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was ganz wichtig ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.